Ursachen von Kopfschmerzen können sehr vielgestaltig sein. Wichtig ist, dass man eine schwere Erkrankung des Gehirns, die sekundär in zweiter Linie zu einem Kopfschmerz führt, ausschließt. Wenn plötzlicher Kopfschmerz auftritt, ist es immer ein Warnzeichen. Da muss immer sofort auch weitere Diagnostik erfolgen. Das heißt, man muss ein Bild vom Gehirn machen, ein Computertomogramm oder ein Magnetresonanztomogramm. Man muss sich in ärztliche, besser fachärztliche Behandlung begeben. Im Notfall, wenn es eben ein sogenannter Vernichtungskopfschmerz ist, ist es etwas für den Notarzt bzw. eine Notaufnahme. Die meisten Kopfschmerzen entstehen allerdings durch Ursachen, die man in Bildern nicht finden kann, der sogenannte primäre Kopfschmerz. Darunter zählt man die Migräne, das ist eine der häufigsten Kopfschmerzformen in Deutschland, oder auch den Spannungskopfschmerz. Das erste ist natürlich die ausführliche Anamnese. Das heißt, man muss genau ergründen, in welchen Situationen, in welcher Stärke, in welcher Lokalisation der Kopfschmerz auftritt. Und der nächste Schritt ist basierend darauf, sind die bildgebenden Verfahren, das heißt Computertomographie oder Magnetresonanztomographie. Und mit dieser Kombination kann man schon 80, 90% der Ursachen von Kopfschmerz klären. In seltenen Fällen ist eine Untersuchung der Nervenflüssigkeit notwendig, um Entzündungen, akute oder chronische Entzündungen auszuschließen, und auch Untersuchungen des Blutes, um systemische, also im Körper gelegene Erkrankungen auszuschließen, die Kopfschmerzen auslösen können. Die multimodale Schmerzbehandlung ist eine multimodale Therapie, das heißt, verschiedene Gewerke arbeiten zusammen. Neben dem ärztlichen Dienst sind Psychologen dabei und auch Therapeuten. Und je nach Ursache des Schmerzes wird dann der Schmerz entsprechend angegangen mit medikamentösen Verfahren, aber auch mit physikalisch-therapeutischen Verfahren, um eine mögliche Schmerzlinderung durchzuführen. Manchmal ist es so, dass der Kopfschmerz bedingt ist durch ein zu viel an Medikamenten, und in der multimodalen Schmerztherapie wird dann sogar ein Medikamentenentzug durchgeführt, um den Kopfschmerz zu lindern.